Hallo, ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Namen von FREDA, die Grüne Zukunftsakademie. Mein Name ist Claudia Hörschinger, ich bin Bildungsreferentin in Salzburg. Ich begrüße alle Zusehenden auf Zoom und auf Facebook. Schön, dass Sie dabei sind. Ebenso herzlich begrüße ich unsere Podiumsgäste des heutigen Abends, unserer Veranstaltung Wenn der Berg bröckelt, Klimawandel in den Alpen. Unsere Podiumsgäste, das sind Frau Dr. Elke Ludewig. Sie ist Meteorologin, Klimaforscherin und Leiterin des Sonnenblick-Observatoriums, was man auch im Hintergrund auf ihrem Bild sieht, auf über 3000 Meter. Herzlich willkommen, Elke Ludewig. Herzlich willkommen, Magister Gerald Valentin. Er ist Landesgeologe in Salzburg. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen, Professor Dr. Kurt Luger. Er hat den UNESCO-Lehrstuhl für kulturelles Erbe und Tourismus und ist Vorsitzender der Eco-Himal-Gesellschaft und Buchautor, Herausgeber vieler Werke zum Thema. Herzlich willkommen, Kurt Luger. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind und die Veranstaltung möglich machen. Freut mich sehr. Und herzlich willkommen an unsere Moderatorin Dagmar Ziegler, die uns durch den heutigen Abend führt. Vielen Dank, Dagmar. Und ich übergebe jetzt auch gleich an Sie und wünsche Ihnen allen einen spannenden, informativen Abend. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Claudia. Ja, hallo, herzlich willkommen zum heutigen FREDA Talk, wenn der Berg bröckelt, Klimawandel in den Alpen. Mein Name ist Dagmar Ziegler, ich bin aus Salzburg und ich begleite Sie, euch auf Zoom, Facebook oder wo auch immer in der Welt durch die nächsten circa 1,5 Stunden. Diese Veranstaltung wird auch live über Facebook übertragen, kann auch auf Facebook nachgesehen werden und ebenso auf dem YouTube-Channel von FREDA. Also kann jederzeit nachgesehen werden. Ja, worum geht es heute? Es geht um die Alpen. Die Alpen sind in erster Linie auch ein Lebensraum für 14.000 Menschen und 30.000 Tierarten. Die Technisierung des Gebirges und der touristische Erlebnishunger machen den Bergtourismus zu einem unverzichtbaren Wirtschaftsfaktor der Alpenländer. Doch auch die Alpen sind vom Klimawandel ganz besonders betroffen, denn die Klimaerwärmung ist hier höher in Grad gemessen als in anderen Regionen. Die Folgen spüren wir jetzt schon deutlich, tagtäglich. Wir erleben kürzere Winter, heißere Sommer, wir erleben Stürme, Felsstürze und bröckelnde Felsen und Steinschlag. Und natürlich auch Mourenabgänge. Doch was heißt das für die Zukunft? Wie stark wird dieser Wandel unseren Lebensraum verändern, den Lebensraum von Tier, Mensch und Pflanzen? Was können wir tun? Und wie wirkt sich das auf das gesellschaftliche Leben in den Alpen und auf den Tourismus aus? Zu diesem Thema möchte ich recht herzlich die drei Gäste begrüßen, zwei Experten und eine Expertin. Alle drei lieben die Alpen, lieben die Berge und sie haben drei verschiedene Perspektiven. Einerseits die Perspektive der Meteorologie, der Klimaforschung, die Perspektive der Geologie und die gesellschaftswissenschaftliche Perspektive. Beginnen möchte ich mit Frau Elke Ludewig. Sie wird gleich zu Beginn einen circa 40-minütigen Vortrag halten. Wer ist Elke Ludewig? Sie ist Klimaforscherin und Leiterin des Sonnenblick-Observatoriums. Und sie verfügt ebenso über Antarktis-Erfahrung, denn sie leitete 2 Jahre lang das Meteorologische Observatorium der Deutschen Neumayer Polarforschungsstation. Sie forscht mit Leidenschaft, sie liebt die Berge und sie war schon mit 5 das erste Mal mit ihrem Vater oder mit dem Opa, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, auf dem Sonnenblick. Und jetzt forscht sie dort oben. Also ich glaube, sie ist einmal in der Woche am Observatorium oben, den Rest der Zeit in Salzburg, in der Stadt Salzburg. Und sie forscht auch im Rahmen von internationalen Forschungsprojekten mit Glaziologen, Biologen und Meteorologen. Herzlich begrüßen möchte ich auch den Salzburger Landesgeologen Gerald Valentin, der eben uns die geologische Sicht zum Besten geben wird.
Er ist immer an der Stelle, wenn Berghänge rutschen, aber er ist auch zur Stelle, um dies zu vermeiden. Er gibt alles. Im schlimmsten Fall muss er sogar Felsen sprengen, was ich gelesen habe. Gut zureden wird nichts helfen oder so irgendwie, wenn ich Sie zitieren darf. Das ist ein sehr nettes Zitat. Ja, also Sie schätzen ein, wie hoch die Gefahr ist, auch durch die Erwärmung des Permafrosts. Wie hoch die Gefahr ist, dass es zu Felsstürzen kommt, was man dagegen tun kann, ob man eventuell Frühwarnsysteme installieren könnte. Als weiteren Gesprächspartner begrüße ich Kurt Luger. Kurt Luger ist Experte für inter- und transkulturelle Kommunikation und UNESCO-Lehrstuhlinhaber an der Universität Salzburg für kulturelles Erbe und Tourismus. Er ist aber auch ebenso Vorsitzender von EcoHemal. Und hier ist er sehr engagiert seit vielen Jahren, ja sogar seit Jahrzehnten im entwicklungspolitischen Bereich. Zum Beispiel auch dabei, dass er Schulen baut oder mit anderen gemeinsam oder die Menschen dort Schulen bauen lässt oder dass sie Projekte verwirklichen können. Seit vielen Jahren ist er sehr oft in Nepal, kennt die Natur und die Menschen dort sehr gut und kennt natürlich auch die Alpen. Kurt Luger ist auch Herausgeber vieler Bücher zum Thema kulturelles Erbe und Tourismus und er richtet eben den sozialwissenschaftlichen Blick auf unser heutiges Thema. Ja, ich freue mich jetzt auf den Vortrag von Elke Ludewig, und übergebe jetzt, Sie sind jetzt die nächsten 40 Minuten sozusagen zuständig. Danke. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen zur Veranstaltung. Bevor wir beginnen, möchte ich aber noch kurz meinen Werdegang ein bisschen bildlich darstellen, damit Sie eventuell nachvollziehen können, warum ausgerechnet ich hier etwas über Klimawandel allgemein und Klimawandel in den Alpen erzählen werde. So, ich habe Meteorologie studiert an der Universität Hamburg und am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Dieses Gebäude hier, die man hier sieht, das sind eigentlich die ja, Forschungsgebäude in Hamburg. Einerseits das Deutsche Klimarechenzentrum, wo einige Klimaprognosen gerechnet wurden, das Zentrum für Marine- und Atmosphärewissenschaften und auch das Geomatikum, was damals zu meiner Zeit die Geowissenschaften beinhaltete. Nach meinem Studium habe ich die Promotion im Bereich Erdsystemwissenschaften vorgesetzt im Rahmen der International Max-Planck Research School for Maritime Affairs und hatte so das Glück, dass ich zahlreiche Forschungskampagnen miterleben durfte, aber auch leiten durfte. Ich war in der Zeit sehr viel zu See mit den Schiffen hier abgebildet, die Vega und die Heinke, habe sehr viel Daten gesammelt in Nord- und Ostsee und dementsprechend auch sehr viel im internationalen Rahmen von Konferenzen und dergleichen ausgetauscht. Nach meiner Promotion hatte ich das Glück, dass ich das Meteorologische Observatorium der Neumayer Station 3 leiten durfte von 2014 bis 2016, wo ich auch zuständig war für mehrere Projekte, unter anderem Meereiskampagnen und Meereismessung, aber auch die Installation von einer autonomen meteorologischen Station im Trommlern-Gebiet der Antarktis. Nach dieser sehr interessanten und sehr prägenden Zeit hatte ich dann die Ehre, die Leitung des Sonnenblick-Observatoriums in Österreich zu übernehmen. Ich habe dort die Leitung seit Mai 2016 übernommen. Das Sonnenblick-Observatorium liegt an der Grenze zwischen den Bundesländern Land Kärnten und Land Salzburg auf einer Höhe von 3.106 Meter Höhe und zählt zu den bedeutendsten Forschungs- und Klimainfrastrukturen der Welt. Denn das Sonnenblick-Observatorium ist in den wichtigsten internationalen Messprogrammen integriert und damit liefert es unglaublich viel Daten für die Klimaforschung. Damit bin ich also meinen ganzen Werdegang immer mit Daten und Klimadaten und mit den Klimageschehnissen konfrontiert gewesen, weshalb ich heute mit Ihnen das Thema Klimawandel und Klima ein wenig bestreiten möchte. Ich werde mit Ihnen heute ein wenig durch die Zeitgeschichte des Klimawandels düsen, um die Entstehung des Klimawandels zu verdeutlichen und leider damit auch unser menschliches und politisches teilweise Versagen mit diesem Thema. Danach, weil es während des Lockdowns deutlich wurde und leider im IPCC-Bericht nicht deutlich genug klargestellt ist, muss ich Ihnen einen Exkurs nochmal geben zum Thema CO2, weil hier gerade CO2 ein sehr langlebiges Gas ist und damit einige Probleme in Bezug auf unseren anthropogenen Effekt verbunden sind.
Nachdem werden wir dann kurz einmal uns die globale Situation angucken, indem ich auf den Klimabericht IPCC und dessen Fakten eingehe. Und dann, wenn wir die globale Situation kennengelernt haben, werden wir uns den Klimawandel in den Alpen, speziell in Österreich, am Beispiel des hohen Sonnenblicks anschauen. Starten wir also mit einer kleinen Zeitreise zur Klimageschichte. Alles fing sozusagen an mit 1690 mit dem Franzosen Denis Papin, der den Prototyp einer Dampfmaschine entwickelte, gefolgt dann von Thomas Savery, der eine erste betriebene Dampfmaschine in Bergwerken betrieb. 1712 kam eigentlich dann der Durchbruch der Dampfmaschinen mit der sogenannten Feuermaschine von Dumas Newcomen, die hier abgebildet ist, denn dieser Typ der Dampfmaschine konnte dann in der Industrie vermehrt eingesetzt werden und damit wurde dann die industrielle Revolution auch eingeläutet. Was man immer im Kopf behalten muss, ist diese Darstellung hier. Wir sehen hier die Zeitachse und die Zunahme der Weltbevölkerung. Wir starten mit 1804 mit 1 Milliarde und enden hier oben und unter anderem hier mit 10 Milliarden Menschen. Das ist die Prognose, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir über Klima reden, weil wir Menschen sind letztendlich diejenigen, die auch die Emissionen produzieren. 1824 war ein Durchbruch durch den französischen Physiker Joseph Fourier, der zum ersten Mal den Treibhauseffekt beschrieb. Der Treibhauseffekt besagt, wenn wir keine Treibhausgase, keine Atmosphäre haben, dann kommt die Sonnenenergie direkt rein, wird in Wärme umgewandelt, aber wieder zurückgestrahlt in den Weltraum. Und somit hätten wir eigentlich auf der Erde eine Temperatur von minus 18 Grad. Dank der Atmosphäre und den Treibhausgasen wie Wasserdampf, Kohlendioxid und dergleichen wird diese Wärme in der Atmosphäre gespeichert. Und nach dem natürlichen Treibhauseffekt mit diesen natürlichen vorhandenen Gasen haben wir eigentlich im Durchschnitt eine sehr angenehme Temperatur von 15 Grad. Der irische Physiker John Tyndall kam dann 1861 und stellte fest, Wasserdampf ist ein sehr wichtiges Treibhausgas und es kommt auch sehr, sehr verstärkt in der Atmosphäre vor. 1886 war dann die Revolution des Verkehrs durch die Vorstellung des Motorwagens durch Carl Benz und in diesem Jahr auch wurde das Sonnenblick-Observatorium gegründet. So sah es früher aus, 1886 auf 3106 Meter Höhe am hohen Sonnenblick und seit dieser Zeit wurden Klimadaten erfasst. Dementsprechend haben wir aktuell eine Zeitreihe von 135 Jahren Klimadaten. 1896 kam dann der schwedische Chemiker Svante Arrhenius, der die Schlussfolgerung feststellte, industrielle Kohlenverbrennung wird den Treibhauseffekt verstärken. Damit wurden zum ersten Mal CO2-Emissionen beschrieben und CO2-Emissionen in Verbindung mit einer Erwärmung der Atmosphäre verbunden. 1900 kam dann der schwedische Chemiker Knut Angström. Der hat sich das CO2 genauer angeguckt und konnte wirklich beweisen, dass CO2 sehr stark im infraroten Spektralbereich absorbiert. Und damit waren dann die Auswirkungen von CO2-Emissionen auf den Treibhauseffekt noch einmal chemisch bewiesen. 1938 kommen wir jetzt nun in die Beweise des Klimawandels und die Messungen. Der britische Ingenieur Guy Callender war einer der ersten, der sich 147 Wetterstationen auf der Welt angeguckt hat und sich die Daten der letzten Jahre angesehen hat und festgestellt hat, man sieht hier die rote Kurve, das waren diese Messdaten und stellte fest, in den letzten Jahrzehnten hat sich tatsächlich die Temperatur erwärmt. Hier sieht man die Temperaturänderung. Er war sozusagen einer der ersten, der wirklich diese Erwärmung der Atmosphäre festgestellt hat. 1955 gab es dann den US-Forscher Gilbert Plass, der wirklich die CO2-Gehalt oder CO2-Konzentration in eine Zahl zur Temperaturerhöhung formuliert hat und festgestellt hat, dass wenn sich die CO2-Konzentration zu der Zeit verdoppelt, resultiert das in einer Erhöhung der Temperatur von 3 bis 4 Grad. Kurze Zeit später kamen dann 1957 Roger Bell und Hans Süß, die aufschrien mehr oder weniger und meinten, wenn wir jetzt weiter CO2 emittieren, haben wir das Problem, dass eigentlich die natürliche Senke, von der jeder ausgegangen ist, dass der Ozean CO2 aufnimmt und sozusagen aus der Atmosphäre entfernt, dass der Ozean irgendwann gesättigt ist und gar nicht dieses ganze CO2, was der Mensch emittiert, wieder aufnehmen kann. Damit gab es dann
den wirklich die Anregung, wir müssen mehr auf CO2 gucken, wir müssen es aber vor allem in der Atmosphäre messen. Und da kommt jetzt 1958 Charles Dave Keeling ins Spiel, der erste war, der wirklich systematische CO2-Messungen in Hawaii, auf Mauna Loa und in der Antarktis durchgeführt hat. Das Projekt 1958 war für 4 Jahre geplant. Schon 2 Jahre später, 1960, konnte er in Publikationen wirklich nachweisen, dass der CO2-Gehalt gestiegen ist. Und gleichzeitig zeigte er auch auf, dass der CO2 einen Jahresgang hat und von der saisonalen Variabilität abhängt. Das kann man sich so vorstellen, wenn im Frühjahr und Sommer die Pflanzen wieder aufwachen, es gibt mehr Blätter, Photosynthese findet statt, dann wird CO2 aus der Atmosphäre hinausgezogen und in den Pflanzen sozusagen aufgenommen und gelagert. Dadurch gibt es saisonal immer einen CO2-Abrückgang. 1962 war sein Projekt eigentlich zu Ende, aber weil das CO2 so bedeutend war, konnte er das Messprogramm fortsetzen und nach folgten mehrere Stationen weltweit, die sich um die CO2-Messung auch gekümmert haben. Und am Somlik Observatorium, hier abgekürzt mit SBO, startete das CO2-Monitoring in Kooperation mit dem Umweltbundesamt mit 1999. Damit wurde das CO2, weil diese Bedeutung auch von den Emissionen wirklich bedeutend für die Gesellschaft war und man dagegen handeln musste, wurde das ganze Thema politisch. 1972, während der Umweltkonferenz in Stockholm, wurde das Umweltprogramm UNEP gegründet und das war die erste internationale politische Konferenz, wo das Thema Klima zum ersten Mal in der Agenda aufgetaucht ist. 1975 war dann der US-Wissenschaftler Wallace Bricker der erste, der den Begriff Global Warming in einem Paper verwendete. Und damit hat er den Begriff Global Warming geprägt, der in den Medien überall, jeder kennt den Begriff Global Warming und gilt deshalb als Großvater der Klimaforschung. 1987 kommen wir auf die Weltbevölkerung zurück. In dieser kurzen Zeit sind wir jetzt schon bei 5 Millionen Menschen auf der Welt. In diesem Jahr fand auch das Montreal-Protokoll statt, das festgelegt hat, dass Chemikalien, die die Ozonschicht schädigen, reduziert und eingeschränkt werden müssen. Darauf wurden dann FCKWs verboten und damit auch Gase, die in gewisser Weise Treibhausgasemissionen verursachen. Die UNEP, gegründet 1972, und die Weltmeteorologische Organisation, gegründet 1950. Hier sieht man aktuell die Leiter. Bei der UNEP ist es Inga Andersen, bei der WMO ist es Petteri Ritallas, der, weil das Somlik Observatorium super international bedeutsam ist, auch am 26.09.2019 uns am Berg besucht hat. Die beiden Organisationen haben 1988 aufgrund der ganzen Messungen rund um das CO2 den IPCC gegründet. IPCC ist der Weltklimarat, auf Englisch das Intergovernmental Panel on Climate Change, mit der Aufgabe, die Klimasituation zu erheben und zu beurteilen. Es soll sozusagen mit diesen IPCC-Reports, auf Deutsch auch die Klimaberichte, wie man sie oft kennt, wissenschaftliche und technische Gutachten objektiv und zuverlässig geliefert werden. Und diese Daten und diese Datengrundlage soll dazu dienen, politischen Entscheidungsträgern zu unterstützen. Aktuell gibt es den 5. Klimareport, der wurde 2014 veröffentlicht und ab nächsten Jahr wird der 6. Klimareport erwartet. Mit 1992, basierend auf den Ergebnissen des IPCC-Berichtes, des Klimaberichts, wurde dann die United Nations on Climate Change, hier geleitet aktuell durch Patricia Espinosa, gegründet. Und 1992 war dann sozusagen, gab es einen Klimasummit, den Earth Summit in Rio de Janeiro, wo die Staaten sich eigentlich darauf geeinigt haben, dass sie ein Hauptziel haben, und zwar die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf einem Niveau, das eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindern würde. Das heißt, die Industrieländer verpflichteten sich 1992 wirklich ihre Emissionen auf das Niveau von 1990 zurückzuführen, um letztendlich das 1,5 bzw. 2 Grad Ziel des IPCCs zu erhalten. Die United Nations on
Climate Change, die veranstalten seit 1995 jährlich die COPs, das sind die Conference of the Parties, bei uns auch allgemein als Klimakonferenzen. Und was da rauskommt, wissen wir ja, man sieht es auch hier, die Weltbevölkerung 1990 gestiegen. 2006, unsere Emissionen betragen 800 Millionen Tonnen anthropogenes CO2 pro Jahr, das wir in die Atmosphäre austauschen. 2018 dagegen waren es dann schon 42 Milliarden Tonnen anthropogenes CO2 pro Jahr. Und um sich das ein bisschen vorzustellen, wenn wir das IPCC-Ziel von 2 Grad erreichen wollen, dann haben wir aktuell noch 1170 Gigatonnen anthropogenes CO2 zur Verfügung, was wir in die Atmosphäre ballern können. Und das, wenn wir davon ausgehen, dass wir jedes Jahr die 42 Milliarden Tonnen emittieren, haben wir dann noch knapp 25 Jahre Zeit. Und nach den 25 Jahren müssten wir eigentlich null Emissionen liefern, um das 2-Grad-Ziel nicht zu verpassen. Kommen wir weiter. CO2 steigt. 2013, das Manoah-Lahr-Observatorium auf Hawaii veröffentlicht, dass die 400 ppm-Marke von CO2 überschritten wurde. Um das IPCC-Ziel von 2 Grad zu erreichen, dürfen wir maximal eine Konzentration von 450 ppm, in der Atmosphäre erhalten. Hier unten sieht man nun die Messung von CO2, die wir am Sonnenblick-Observatorium durchführen. Nicht erschrecken, diese Lücken passieren oft durch technische Probleme. Die große Lücke hier, da hatten wir das Problem, die Finanzierung für ein Ersatzgerät, nachdem das eine Gerät kaputt gegangen ist, zu bekommen, weil die Geräte sehr teuer sind. Man sieht aber diesen Trend, dass CO2 unaufhörlich zunimmt. Und hier sieht man auch dieses Auf und Ab. Das kommt tatsächlich durch den saisonalen Effekt, wenn im Frühjahr die Pflanzen wieder erwachen und für die Synthese zu betreiben, wird CO2 aus der Atmosphäre herausgezogen. Aktuell im Vergleich zu den 450 ppm, die wir nicht überschreiten dürfen, sind wir aktuell bei 419 ppm. So, damit CO2 ist unglaublich wichtig. Es gibt das Institut CIRES. CIRES hat in Forschungskooperation mit anderen Forschungseinrichtungen CO2-Messungen sich einmal angeguckt. Und hier sieht man nun hier unten die Zeitachse und hier die ppm-Konzentration von CO2. Und man sieht die rote Linie, das ist die Messung von Manoah-Lahr des CO2. So, man sieht wunderschön hier beginnend von 1980 bis in die Jetztzeit. Die Studie wurde 2014 veröffentlicht, also bis 2014 wird das hier angezeigt. CO2 steigt unaufhörlich. Das hat aber den Wissenschaftlern nicht gereicht, weil viele gesagt haben, ja, okay, ist natürlich Variation, kann ja mal passieren. Ist man hergegangen und hat sich angeguckt, die Informationen aus Sedimentkerne oder auch aus Gletscherbohrkernen und hat die CO2-Konzentration der Atmosphäre herausgefunden und hat diese Messung zurückverfolgt bis 800.000 Jahre vor Christus. Hier sieht man jetzt den Wert, der so ungefähr vor der industriellen Revolution war, der so bei 278 ppm liegt. Und hier gehen wir jetzt tatsächlich hier 50.000, 60.000, 80.000 Jahre zurück bis 800.000 Jahre vor Christus. Warum 800.000 Jahre vor Christus? Dort setzt sozusagen eigentlich das Menschsein statt. Da gab es die ersten Funde vom Menschen, hier so 100.000 Jahre vor Christus ist dann auch der Homo sapiens da. Was man aber allgemein an dieser Grafik sieht, und diese Grafik finde ich immer sehr interessant, weil sie wirklich den anthropogenen Effekt darstellt. Hier, das hier ungefähr hat die industrielle Revolution eingesetzt und schwupps sind die CO2-Werte unglaublich stark in kürzester Zeit angestiegen. Wenn wir uns die ganzen 800.000 Jahre davor angucken, gab es natürlich Up und Downs. Es gab immer wieder mal mehr und weniger CO2. Das sind natürlich natürliche Variabilitäten, die vorkommen können. Aber dieser Anstieg innerhalb kürzester Zeit, den gab es vorher noch nie. Und es gab auch noch nie vorher in der Zeitgeschichte des Menschen, dass wir über diese 300 ppm gekommen sind. Und das ist eben ein wirklicher Nachweis, dass hier das verursacht der Mensch.
Hinzu kommt jetzt noch, CO2 ist ziemlich lästig, weil es ist ein sehr langlebiges Gas. Es hat nämlich eine Lebensdauer in der Atmosphäre von rund 1000 Jahren. Was heißt das nun? Hier diese Grafik zeigt hier die Temperaturänderung an und hier eine Zeitachse gestartet von 1950 bis 2150. Und hier sieht man dann die Simulationen, Klimasimulationen aus dem IPCC, die zeigen sollen, welche Szenarien wir haben, wie ändert sich eigentlich die Temperatur bei uns. Und gehen wir jetzt davon aus, dass wir heute auf morgen unsere Emissionen abstellen, dann würden die meisten denken, ja okay, kein CO2 mehr in der Luft und so weiter, führt sofort zu einer Kühlung. Das passiert leider nicht. Das, was wir emittieren, was wir heute hier in dieses System emittieren, wird langfristig, aber sehr langsam vom Wald, vom Boden, von den Pflanzen, vom Ozean, teilweise aus der Atmosphäre rausgezogen. Aber diese Senke kann maximal nur 40% vom CO2 aufnehmen. Der Rest vom CO2, das sind teilweise 30% von dem CO2, was wir heute emittieren, ist 1000 Jahre später, also in 1000 Jahren, immer noch in der Atmosphäre. Deswegen ist hier die Temperaturänderung, wenn wir hier auf 0 drehen, konstant. Und erst in 1000 Jahren, teilweise ist noch 10.000 Jahre später 40% von unserem CO2 in der Atmosphäre vorhanden. Das führt dazu, dass dieser Effekt, wenn wir die Emissionen abdrehen, sehr langsam ist. Das Problem ist aber nun, wenn wir hier auf dieser normalen Kurve immer weitergehen, immer mehr emittieren, immer wärmer sind und dann hier zum Beispiel 2100 erst auf 0 drin, dann haben wir hier schon mehr als 2 Grad oder wenn wir noch höher gehen, 3 Grad. Diese Temperatur haben wir dann sozusagen konstant, diese Temperaturänderung konstant in den nächsten 1000 Jahren. Das ist ein Problem. Was macht aber jetzt nun dieses CO2? Wie sieht das international aus? Wie anhand der CO2-Kurve, wenn wir uns erinnern, dieser starke Anstieg ist ein Beweis, dass tatsächlich der Mensch Ursache des Klimawandels ist. Und das wird auch im fünften Klimabericht von IPCC dargestellt, dass wirklich der Mensch die Ursache ist. Und man hat sich, um wirklich das auch zu beweisen, dass es eine Klimaänderung gibt, die Daten des letzten Jahrhunderts angeguckt. Und so kam raus, hier wieder die Zeitachse, das ist die Darstellung des Meeresspiegels. Und hier sieht man, dass in den von 1900 bis jetzt der Meeresspiegel gestiegen ist. Ein positiver Trend, das ist tatsächlich eine Messung. Keine Klimasimulation und dergleichen, das ist eine Messung. Dasselbe auch für die Temperatur. Hier die Änderung der Temperatur. Wenn es rot, rötlich, violett wird, ist es eben eine Temperaturzunahme, die in den letzten 100 Jahren verzeichnet wurde. Und man sieht gerade so lila Bereiche, zwischen 1,75 und 2,5 findet man in Gebirgsregionen, aber auch hier in den Alpen. Und warum das so ist, werden wir nachher noch reingehen. Das ist aber auch eine Messung. Weiter zeigte IPCC die Messungen auf, dass Schnee- und Eismassen abnehmen. Vor allem in der Nordhemisphäre hat man im Frühjahr jetzt festgestellt, dass seit 1980 die Schneebedeckung wirklich abnimmt in den letzten Jahrzehnten. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, dadurch, dass es wärmer wird, fällt im Frühjahr jetzt nicht mehr so viel Schnee in den höheren Lagen, sondern es kann teilweise schon regnen und dadurch wird eben die Schneebedeckung reduziert. Dergleichen, weil wir gerade beim Niederschlag sind, der Niederschlag dagegen nimmt in der Atmosphäre oder auf der Welt zu. Allerdings ist hier das Problem, um das auch zu verstehen, Niederschlag ist dann zwar vermehrt vorhanden, aber wir haben das Problem, dass dieser Gesamtjahresniederschlag nicht schön über das Jahr verteilt ist, sondern jetzt wirklich extrem übertrieben gesprochen. Wir haben eine Woche früher im Frühjahrregen und eine Woche im Herbstregen und dazwischen Dürre und Trockenheit, weshalb dann der Boden, wenn es dann wirklich mal regnet, diese Niederschlagsmengen nicht aufnehmen kann und es zu Schäden und Unwettern und dergleichen kommt. Aber auch die Zunahme des Niederschlags ist eine Messung. CO2 haben wir schon gesehen, Zuwachs, Anstieg, ebenfalls eine Messung. Die Frage ist aber, hat jetzt der IPCC diese Messung? Ist zwar schön, aber wie entsteht das? Und die Antwort ist, diese Daten kommen von ausgewählten, hochspezialisierten Messstandorten wie dem SOMLEC-Observatorium. Das SOMLEC-Observatorium, wie schon gesagt, ist eine Klima- und Umweltforschungsstation, wurde 1886 gegründet und misst seit 135 Jahren nun Klimadaten. Aber
Das Rommelgau bei Thorm ist nicht die einzigste Station. Es gibt mehrere Stationen auf der Welt, die im Rahmen von internationalen Messnetzen diese Daten erfassen. Das heißt, wir können uns nicht einfach aussuchen, ja, los, lass uns mal Temperatur messen und dann können wir alles nachweisen. Nein, es gibt von der Weltmeteorologischen Organisation Messprogramme, die wirklich standardisiert sind. Und es ist auch so, das Rommelgau bei Thorm ist in vielen dieser Messprogramme drinnen. Und die WMO kommt auch sozusagen geschickt Prüfer zu uns. Das ist dann, die führen ein Audit durch, die checken wirklich, wie messen wir oben, wie hantieren wir mit unseren Geräten, wie führen wir die Datenprüfung durch. Und wenn wir diese Prüfung bestehen, dann haben wir die Ehre und auch den Auftrag, unsere Messdaten in sogenannte Weltdatenbanken zu schicken. Und um auch zu verdeutlichen, dass das nicht jeder kann, wir haben ein Messprogramm, das heißt GAW, das ist das Global Atmosphere Watch. Da gibt es aktuell nur 43 Stationen weltweit, die diese standardisierte Messung durchführen können und ordentlich durchführen und die Daten diese Weltdatenbanken schicken. Warum ist das so wichtig? Hier in diesen Weltdatenbanken geht man davon aus, dass wirklich ein hochqualitativer Datensatz hier hinterlegt ist von wirklich Stationen, die das optimiert gemessen haben. Damit sind diese Daten super, kann man auch super vertrauen und auf diese Datenbanken greift dann der IPC zurück und liefert seine Grafiken und Analysen. Damit haben wir jetzt sozusagen das globale Bild bekommen. Aber wollen wir zu unserem Hauptthema zurückkommen, Klimawandel in den Alpen und Österreich, möchte ich jetzt ein bisschen durchgehen, auch am Beispiel vom Hohen Sonnblick, was das für uns bedeutet. Die Bedeutung des Hochgebirges ist nicht zu vernachlässigen. Es gab 2019 bei der Weltmeteorologischen Organisation eine internationale Konferenz. Das war der High Mountain Summit, wo wirklich auf die Probleme der Alpen durch den, nicht nur der Alpen, sondern allen Hochgebirgen hingewiesen wurde aufgrund des Klimawandels. Weil diese Regionen sind wichtig für Menschen. Da leben auch sehr viele Menschen, wie Frau Magma Ziegler vorgestellt hat, das ist ein Lebensraum, den man nicht vernachlässigen darf. Das Problem aber mit diesen Hochgebirgsgebieten ist, sie sind vom Klimawandel überdurchschnittlich stark betroffen. Das heißt, wenn man alle Hochgebirge sozusagen sich anguckt, dann kann man sagen, dass die Temperaturzunahme dieser Gebiete dreimal höher ist als der globale Durchschnitt. Warum? Was passiert da? Also, wir wissen, also wir haben eine Temperaturzunahme, die nimmt zu. Was wir wissen, wenn es wärmer wird, wir sehen es auch gerade jetzt im Frühjahr mit den warmen Temperaturen, der Schnee schmilzt, der Gletscher schmilzt, Schnee und Gletscher verschwinden. Die Auswirkungen, die wir hier haben, sind Flusssysteme. Wir sind tatsächlich von den Alpen abhängig von den Hochgebirgslagen, weil die sozusagen ein Wasserpuffer für uns sind. Es gibt sehr viele Flüsse aus den Alpen, die Wasser bringen, die aber auch Nährstoffe mit sich führen. Wenn jetzt Schnee und Gletscher verschwinden, verschwindet auch dieser Puffer. Und damit haben wir verstärkt Niedrigwasser. Das hat dann wieder auch wirtschaftliche Konsequenzen, aber auch Nährstoffarmut in den Flüssen. Und das Problem ist auch mit dieser Erwärmung, wenn der Niederschlag nicht mehr in Schnee fällt in den Alpen, sondern als Regen, dann ist es meistens so, und das können wir noch nicht richtig abschätzen, dass der wahrscheinlich oberirdisch abläuft. Und dann ist sozusagen unser Puffer, unser Wasserspeicher im Hochgebirge gefährdet. Auf der anderen Seite, wenn die Temperatur zunimmt und Gletscher und Permafrost verschwinden, hat das natürlich Auswirkungen auf die Natur und es können sich Naturgefahren entwickeln, wie Steinschlag und dergleichen, die unser Leben gefährdet, aber auch unsere Infrastrukturen. Wie sieht das nun aus? Es gibt nicht viele Studien für den Alpenraum, weil es auch sehr schwierig ist, Daten zu erfassen, weil es wenige Stationen gibt. Aber nichtsdestotrotz hat man global eine Studie durchgeführt mit 2367 Stationen rund um die Welt. Und man hat diese Stationen auf den Bergen genommen und sich Stationen im Umfeld gesucht. Das heißt, man hatte immer eine Bergstation und mehrere Stationen im Tal und hat die Temperaturzunahme vom Berg und Tal verglichen. Und das Ergebnis war so ein Mist. Im Hochgebirge, in den höheren Lagen, ist die Erwärmung wesentlich stärker als in den Tälern in demselben breiten Gebiet. Damit hat man sich dann die Daten der letzten 50 Jahre angeguckt und hat durchgerechnet, dass im Tibet die Temperaturzunahme rund 1,87 Grad beträgt, dass
alpine Gebiete nördlich von 60 Grad um rund sogar 2,2 Grad zugenommen haben und dass man im Trend sagen kann, dass pro 1000 Meter sich die Temperatur um 0,19 Grad erwärmt hat. Zusätzlich kam noch dazu, dass die Gipfel tatsächlich oft wesentlich wärmer waren als die Atmosphäre darüber. Und das sind leider typische Phänomene der globalen Erwärmung. Speziell für den Alpenraum ist wirklich dokumentiert, dass der Alpenraum sich seit dem späten 19. Jahrhundert doppelt so stark erwärmt hat wie der globale Durchschnitt. Und das ist unsere Region hier in Österreich, das ist unser Lebensraum, wo wir sagen müssen, der hat sich hier oben in den Gebirgen, in den Alpen um 2 Grad erwärmt. Und diese 2 Grad, die sehen wir auch am Sommerlichtausfalltor. Das ist hier der alte Wetterturm vom Sommerlichtausfalltor, der 1886 gebaut wurde. Hier hinten sieht man die weiße Wetterhütte durchscheinen, wo seit 135 Jahren an einem und denselben Ort Temperatur, Luftdruck, Feuchte und auch der Wind gemessen wird. Und dadurch haben wir tatsächlich Messdaten. Hier sieht man nun in dieser Grafik, sieht man von 1886 bis heute, hier endet es mit 2016, 17, 18, 19, 20, der 20er Wert fehlt noch. Das sind die Jahresmittelwerte, die am Sommerlichtausfalltor gemessen wurde. Und man sieht leider seit den 1970er Jahren bis heute springen wir von minus 6 Grad heutzutage im Bereich von minus 4 Grad. Das sind diese 2 Grad Erwärmung, die wir wirklich messen. Wenn man sich das jetzt im Sommer anguckt, das sind hier dieselbe Zeitreihe, auch wieder die Jahresmitteltemperaturen von nur den Sommermonaten. Das heißt, das ist die sommerliche mittlere Temperatur. Und da sehen wir, dass seit den 1980er Jahren die Sommertemperaturen eigentlich immer über 0 Grad sind im Durchschnitt. Das heißt, da gibt es eigentlich kaum oder gar keine Frosttage mehr, auch mit dem Nachteil. Und das sehen wir auch in unseren Niederschlagsmessungen. Der Niederschlag kommt im Sommer nicht mehr als Schnee, sondern als Regen. Warum ist das so? Eine Ursache für diese überdurchschnittliche Temperaturzunahme und Veränderungen im Gebirge ist der Albedo-Effekt. Der Albedo-Effekt kann man sich als Rückstrahlvermögen der solaren Energie vorstellen. Das ist sozusagen ein Reflexionswert. Wir wissen, die Temperatur hat zugenommen. Dadurch ist der Schnee geschmolzen. Wenn der Schnee schmilzt, wird die Oberfläche dunkler. Man sieht das im Gebirge. Wenn die Gletscher blank sind, sind sie dunkel. Wenn der Stein rauskommt, das ist einfach eine dunklere Oberfläche. Und durch diese dunklere Oberfläche nimmt die Albedo ab. Und wenn die Albedo abnimmt, nimmt die Temperatur zu. Warum? Wir haben hier dargestellt, einmal sozusagen ein Schnee- und Gletschergebiet und hier ein Gebiet ohne Schnee und dargestellt, was der Albedo-Effekt tatsächlich tut. Wir haben hier, wenn wir Schnee haben, die Sonne. Die Sonnenenergie, die Sonnenstrahlung trifft auf den Schnee und man kennt das, wenn man im Schnee oder im Gletscher unterwegs ist, dass das blendet, weil eben diese Energie zurückreflektiert wird. Damit wird hier sehr wenig nur von der Oberfläche absorbiert und damit kommt es kaum zu einer Erwärmung. Wenn jetzt aber die Temperatur zunimmt und dadurch der Schnee schmilzt, wird die Oberfläche dunkel. Die Sonnenenergie trifft hier auf und weil der Boden dunkler ist, das ist einfach ein physikalischer Effekt, absorbiert der diese Energie und gibt sie als Wärme wieder ab. Das heißt, es wird sehr wenig reflektiert. Und dadurch haben wir diesen Rückkopplungseffekt, wie dunkler es wird, haben wir dann wesentlich mehr Fläche, die tatsächlich diese Energie speichert. Hinzu kommt dann noch, wenn es immer wärmer wird, dann krabbelt auch die Schneegrenze nach oben. Das heißt, wir haben in unteren Lagen auch die Möglichkeit, dass die Vegetation nachkommen kann. Und wenn da zum Beispiel Wälder entstehen, Wälder haben eine sehr niedrige Albedo, wirken sehr dunkel, haben dann nochmal einen Kopplungseffekt, dass die Temperatur zunimmt. Hier sehen wir sozusagen ein bisschen unser Gletschermonitoring. Wir haben Goldbergkies und Kleinfleißkies, was wir untersuchen, aber auch die Pasterze haben verstärkt Kameras im Einsatz. Und hier sieht man zum Beispiel, wenn Schnee liegt, das ist wesentlich heller, da hat man eine Reflexion. Wenn aber das sind Sommeraufnahmen, im Sommer der Schnee weg ist, ist der Gletscher dunkel,
absorbiert sozusagen mehr die Energie, was wiederum wieder das Gletscherschmelzen wesentlich verstärkt. Und um das auch zu messen, haben wir Strahlungssensoren auf dem Gletscherfeld, auf den Schneefeldern stehen, um diesen Albedo-Effekt auch wirklich zu erfassen. Eine weitere Ursache neben der Albedo sind Aerosole. Aerosole sind Kleinstpartikel in der Luft, kann man sich wirklich vorstellen, wie vereinfacht jetzt wie Kügelchen, wenn man Ruß aus dem Schornstein sieht oder jetzt auch in den letzten Tagen Sahara-Staub, die kann man teilweise sehen, aber es sind wirklich kleinste Partikel, die man normalerweise nur im Mikrobereich hat. Und die sind aber sehr vielfältig. Je nachdem, wie die Partikel aufgebaut sind, können die solare Energie oder das solare Licht wieder zurückreflektieren, was zu einer Abkühlung führt. Andere Partikel aber nehmen die Energie auf und führen zu einer Erwärmung. Andererseits ist noch dazu, dass diese Aerosolpartikel, kann man sich vorstellen, man hat so ein Partikel in der Luft, viel Wasserdampf auch in der Luft. Der Wasserdampf setzt sich auf dem Partikel ab und bildet einen Tropfen. Und durch diese Tropfen, je mehr Aerosole wir haben, desto mehr Tropfen bilden sich dann Wolken. Und je nachdem, welche Aerosole das sind, ist dann die Wolke heller oder dunkler und hat dann wieder einen unterschiedlichen Effekt, kann dann kühlen oder erwärmen. Also man sieht schon, beim Aerosol ist es sehr kompliziert, das sind sehr viele Wechselwirkungen dazwischen. Je nachdem, welche Art von Aerosolen es ist, haben wir einen kühlenden oder einen erwärmenden Effekt in der Atmosphäre. Da wir aber im Gebirge vor allem Wolken haben, haben wir hier vielleicht noch einen Blick zum Sonnenblick-Observatorium. Aerosol ist bei uns eine starke Messung. Man sieht hier, das ist eine Ansaugung. Hier kommt die Luft rein, wird zu den Instrumenten geführt, die dann die Partikelgrößen und die Partikelmengen messen. Wir haben hier Filter. Hier sieht man auch zum Beispiel im Schnee Sahara-Staub. Und Sahara-Staub hat eben das Problem, es ist rot-bräunlich, legt sich auf dem Schnee ab. Dann wissen wir, okay, Mist, der Schnee wird dunkel, die Albedo wird gesenkt, was wiederum zu einer Erwärmung führt. Aerosole sind damit komplex, aber neben den Aerosolen, auch wenn wir nicht immer wissen, führt es jetzt zu einer Kühlung oder zu einer Erwärmung, gibt es aber noch die Wolken. Und Wolken sind auch eine Ursache für die Erwärmung in den Alpen. Wenn wir uns also jetzt angucken, wir wissen, die Temperatur nimmt zu, wir wissen, wir haben viel Wasserflächen, Wasser verdampft, und dementsprechend haben wir mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Jetzt haben wir also hier eine feuchte, warme Luftmasse, die strömt auf diesen Berg hin. Wo kann sie hin? Sie kann entweder rundherum strömen, aber meistens findet sie doch den Weg nach oben, weil die Luft einfach nicht woanders hin kann. Wenn sie so, dass dieses Luftpaket steigt, findet physikalische und chemische Prozesse ab. Es wird sozusagen, dieses Luftpaket hat einen Kondensationspunkt, wo dann der Wasserdampf zu Tropfen wird und sich Wolken bilden. Und das ist hier sozusagen der Berg, das orographische Hindernis. Es passiert die Wolkenbildung und mit der Wolkenbildung wird wieder latente Wärme frei. Das heißt, das Gebiet wird wärmer und wir haben auch hier wieder eine Rückkopplung. Am Sonnenblick-Observatorium sieht man hier, wir haben diese Effekte, die Luftmassen stoßen hier auf den Berg, die Wolken steigen hoch und um diese ganzen Prozesse und Wechselwirkungen zwischen Aerosole und Wolken und Klima zu verstehen, haben wir letztes Jahr den Auftrag und die Genehmigung von der EU gekriegt, das Europäische Zentrum für Wolkenvergleichsmessung zu gründen. Es wird 2024 operationell gehen und es ist unser Ziel, mit diesem Zentrum tatsächlich Aerosol-Wolken-Klima-Interaktionen besser zu verstehen und aufzuschlüsseln, um letztendlich die Klimawirkung zu beschreiben. Das waren also Ursachen. Albedo, Aerosole, Wolken und ihre Wechselwirkungen sind Ursachen für diese überdurchschnittliche Erwärmung. Aber was sind die Folgen dieser Erwärmung? Wir wissen, wir haben es schon in den letzten Jahren selber mitgekriegt, wir haben Hitze, wir haben Dürren, wir haben Naturgefahren, die sich in Form von Überschwemmungen, Muren, Steinschlag, wir haben die Gletscherschmelze bei starken Niederschlagsereignissen im Winter, jetzt auch wieder dieses Jahr haben wir Lawinengefahr und natürlich gibt es auch dann wirtschaftliche Folgen. Diese Folgen werden im Klimastatusbericht von Österreich durch das Climate Change Center Austria jährlich zusammengefasst. Hier sieht man solche Karten über Österreich aus dem Jahr 17, 18 und 19. Und da gibt es diese Symbole. Und diese Symbole sind sozusagen Katastrophendatenbanken, mehr oder weniger, wo man wirklich aufzeichnet. 2017 gab es verstärkt Hitze, Trockenheit in Gebieten in Österreich. Wir hatten starke Stürme, wir hatten
starken Niederschlag mit Unwettern. Hier hatten wir verstärkt Wind und auch Trockenperioden 2018, 2019 hatten wir im Alpenraum verstärkt Niederschlag, was dann letztendlich auch zu Überschwemmungen geführt hat. Das heißt, das wird alles dokumentiert, das kann man sehen und auf den Klimawandel zurückziehen, verfolgen. Eine Folge, auf die ich aber noch eingehen möchte, ist die Erwärmung im Hochgebirge. Aufgrund der Gletscherschmelze und des Auftauen des Permafrosts gibt es ein gewisses Risiko, was Steinschläge betrifft. Und da gibt es halt so ganz besondere Einzelereignisse heutzutage, verstärkt auch in den Alpen, wo halt dann solche mannshohen Gebirgsbrocken in die Täler rauschen. Was heißt das? Um dieses ganze Phänomen des Permafrosts, des Auftauchens des Permafrosts zu erfassen, haben wir hier ist das Somlik-Observatorium, im ganzen Gebiet mehrere Messungen. Da haben wir wirklich, messen wir die Temperatur im Gestein, um zu sehen, taut der Permafrost auf oder nicht, wie ändert sich die Temperatur. Zusätzlich hat zum Beispiel Daniel Binder bei uns im Gebiet Geophone verlegt, wo wir die Geräusche aufnehmen können. Dort können wir sagen, okay, wir haben es zwar nicht mitgekriegt, aber es gab einen Steinschlag. Und dieser Steinschlag wurde detektiert. Das verläuft alles im Rahmen eines internationalen Messnetzwerks, das heißt GCW. Gleichzeitig sind wir jetzt auch dabei, mit der GeoResearch Drohnenfotogrammetrie durchzuführen. Hier sieht man hier oben das Somlik-Gebiet und diese roten markanten Stellen, das sind sozusagen Stellen, wo Fels herausgebrochen ist. Und das brauchen wir einerseits natürlich für wissenschaftliche Zwecke, aber andererseits müssen wir sehen, was ist eigentlich das Somlik-Observatorium ist in einer Permafrostzone, was heißt das für uns, wie können wir unsere Infrastruktur schützen? Und da ist es tatsächlich passiert, dadurch, dass es wärmer wurde, der Permafrost getaut ist, dass von 2002 bis 2007 am Hohen Somblick Gipfelsanierungen durchgeführt werden mussten. Es gab da wirklich Stahlstreben, die wurden in den Fels reingehauen, wurde zubetoniert, die Oberfläche ist zubetoniert, weshalb man diese Betonliesen sehen kann. Es wird regelmäßig von unserem Hausgeologen, das war damals noch Herr Christian Schober, kontrolliert und auch mit dem Neubau der Seilbahn wurde sozusagen Oberflächen zubetoniert, um eben zu verhindern, dass der Permafrost in der Tiefe weiter auftaut. Und das ist leider heutzutage nötig in diesen Gebieten, um unsere Infrastruktur zu sichern. Um also das ganze Klimasystem zu verstehen, ist es unsere Arbeit, Atmosphäre, Kryosphäre und Biosphäre zu monitoren mit all ihren unterschiedlichen Partikeln von Gasen, Aerosolen, Wolken, Schneebedeckung und Co., aber auch die Flüsse dazwischen, die Verbindungen und die Komplexität. Und wenn wir das ordentlich schaffen und das Klimasystem auch besser zu verstehen, dann haben wir vielleicht Hoffnung, dass wir wirklich erklären können, was passiert, um dagegen angehen zu können. Damit bin ich schon am Ende und vielleicht als Fazit für Sie, was man mitnehmen kann, würde ich mich freuen, wenn klar geworden ist, der anthropogene Einfluss auf das Klima existiert schon seit über 100 Jahren und ist seit über 100 Jahren bekannt. CO2 ist ein sehr langlebiges Gas, was bis zu 1000 Jahre in der Atmosphäre sein kann und dementsprechend ist es unglaublich wichtig, jetzt den Klimaschutz zu beginnen und nicht erst in 20, 30 Jahren. Klimawandel ist ein globales Problem, hat aber regional teils sehr stark unterschiedliche Auswirkungen. Man nimmt nur das Beispiel Alpen, wo wir halt doch extreme Erwärmung jetzt schon haben. Und es gibt neue technische Herausforderungen für uns im Rahmen von Klimaanpassungen, die aber technisch möglich sind, wie man am Somlik-Observatorium und dem Tauen des Permafrosts und den Maßnahmen sehen kann. Allgemein ist zu sagen, Industrieländer sind nun mal die Hauptverursacher. Sie haben aber auch das Potenzial und die Möglichkeit, diese Herausforderungen zu meistern. Und ich finde immer, wir haben die Technik, wir können gewisse Sachen durchführen und wir sollten hier als Vorbildfunktion agieren, um den Klimawandel entgegenzuwirken. Jeder kann zum Klimaschutz beitragen. Es gibt immer von der UN und auch von anderen Organisationen diese netten Piktogramme, wo man sagt, kauf lieber regionaler. Es gibt sehr viele kleine Sachen, die jeder tun kann. Nichtsdestotrotz, weil es auch ein globales Problem ist, müssen politische Entscheidungsträger notwendige und sinnvolle Maßnahmen und Richtlinien erlassen, damit unsere Erde nach wie vor lebenswert bleibt. Damit danke ich für Ihr Interesse. Vielen herzlichen Dank, Frau Ludewig, für diesen wirklich sehr, sehr interessanten Vortrag und auch beunruhigenden.
Aber wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben und auch wir alle, jeder Einzelne von uns kann etwas beitragen. Und unsere Kinder vor allem und unsere Enkelkinder. Ja, jetzt zum Ablauf des weiteren Abends, der nächsten ungefähr 40 Minuten. Ich möchte dann die Diskussion oder den Dialog mit Kurt Luger und Gerald Valentin eröffnen, möchte aber vorher darauf hinweisen, dass die Zuseherinnen und Zuseher auf Zoom und Facebook gerne Fragen an die Referentin und an die beiden Gäste stellen können. Jene Personen, die sich auf Zoom befinden, können über das Tool F und A, also Fragen und Antworten, direkt, da können Sie direkt die Fragen reinschreiben. Das ist, wenn Sie runtergehen, öffnet sich eine Leiste, also mit dem Cursor runtergehen, da öffnet sich eine Leiste. In der Mitte sehen Sie das Symbol F und A. Dort können sehr gerne auch Fragen notiert werden. Wir versuchen, diese zu sammeln und ich bin gleichzeitig auf Facebook und beobachte, ob da auch Fragen auftauchen und wir versuchen, diese natürlich aufzugreifen. Ja, das war jetzt ein wirklich sehr interessanter Vortrag. Herr Valentin, Sie sind ja als Geologe mit dem Thema Felssturz bedingt durch den Gletscherschwund. Ja, Sie sind da sehr stark involviert. Das ist Ihr tägliches Geschäft. Und wir haben eben gerade erfahren, dass sich der zunehmende Gletscherschwund auch auf die Festigkeit des Steins auswirkt und die Felsen zu bröckeln beginnen. Sowohl eben auch, was die Häufigkeit anbelangt, aber ich glaube auch, was die Menge anbelangt. Also es passiert öfter und es stürzen mehr Brocken ab. Sie sind in einem Projekt involviert. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es schon abgeschlossen ist, aber wo man an Früherkennungssystemen oder an Lösungsmöglichkeiten arbeitet, beziehungsweise wie man diesem Problem begegnen kann, um auch den Infrastrukturbetreibern, wie zum Beispiel Seilbahngesellschaften, Hüttenbetreibern, der gesamten Touristik, den Menschen, die in den Bergen leben, helfen kann und wie man sie unterstützen kann, um diesen Gefahren zu begegnen. Es wird ja auch vermutlich Auswirkungen auf die Raumplanung haben, wo gebaut wird, wie gebaut wird. Wie können wir dem begegnen? Und wie gefährlich sind die Berge für uns als Wanderer, als Touristen? Ja, also ganz generell, also man sieht in den österreichischen Alpen wirklich ab dem Jahr ungefähr 2000, 2003 eine ganz markante Zunahme von Felsstürzen, von Steinschlägen, wobei aber ganz allgemein zu sagen ist, Permafrost beginnt ungefähr ab Höhenlagen von 2500 Meter rauf, also südseitig ist das Permafrost noch viel höher verbreitet. Also wir sind da mal sozusagen in Höhenlagen, wo man mit dem Siedlungsbereich auch mit wichtigen Infrastrukturen in Richtung Straßen so sehr, sehr weit entfernt sind. Aber nichtsdestotrotz, es gibt in diesen Höhenlagen dann doch Schutzhütten, Hütten wie Sonnenblick-Observatorium, Gletscherskigebiete, wie auch immer, die meistens an sehr exponierten Felslagen stehen und dorten werden sehr wohl schon Probleme mit Stabilitätseinschränkungen der Gründung festgestellt. Also dort sieht man, dass der Boden an Halt verliert und dass eben sozusagen Setzungen beobachtet werden, wo die Infrastrukturinrichtungen dann an Stabilität verlieren. Unsere Forschungsprojekte befassen sich sozusagen nicht unmittelbar mit dem Thema Permafrost per se. Permafrost ist ein thermischer Effekt, das heißt einfach, dass man sagt, hier ist es dauerhaft gefroren. Unsere Forschungsprojekte, die sind zum Teil am Kitzsteinhorn und dieses Projekt, das Sie angesprochen haben, das ist am Ödenwinkelkäse, also in der westlichen Großglocknergruppe. Da untersuchen wir sozusagen diese thermischen Effekte, wie wirken die sich wirklich aufs Gestein aus? Das heißt, da untersuchen wir diese felsmechanischen Aspekte. Und erste Ergebnisse zeigen so einmal ganz deutlich einmal diese räumliche Verteilung der Felsstürze in den Nordwänden. Die Elke Ludewig hat es eh auch gezeigt bei dieser Felssturzverteilung am Sonnenblick.
Wir haben jetzt die Felsstürze in Bereichen, ich sage einmal so plus, minus 2700 Meter, wo wir jetzt eine Häufung dieser Felsstürze haben. Also man sieht wirklich sozusagen ein Band, da spielt sich derzeit ab. Und es ist natürlich zu erwarten, dass dieses Band einfach nach oben steigen wird und diese großen Felsinstabilitäten dann irgendwann auch einmal in diese Bereiche vordringen werden, wo jetzt eben die Gletscherseilbahnen stehen, Gipfelstationen 3000 Meter und so. Also das heißt, da ist in den nächsten Jahrzehnten ganz definitiv damit zu rechnen, dass wir hier ähnlich wie am Sonnenblick diese Felsbereiche zusätzlich stabilisieren müssen. Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt möchte ich gerne den Herrn Luger fragen, wie Ihre gesellschaftswissenschaftliche Perspektive auf dieses Thema ist. Wie wird sich das auf den Tourismus auswirken? Wie wird sich das auf die Bevölkerung in den Alpen auswirken? Was steht uns da bevor? Und wie kann man dem mit einem nachhaltigeren Tourismus begeben? Oder wie könnte ein nachhaltiger Tourismus denn aussehen? Ja, wie soll der ausschauen? Die österreichische Regierung hat vor 2 Jahren, die blau-schwarze Regierung, das erste Mal Nachhaltigkeit in einen Tourismusplan, in ein Konzept gegossen und nennt das Plan T und sagt, Untertitel, das ist der Weg zur nachhaltigsten Tourismusregion der Welt. Und das schon nach 40 Jahren nach Rio 92, hat man das schon geschafft. Also das heißt, das 5G-Netz wird wesentlich schneller in Österreich Platz finden als eine relevante Strategie, was den Tourismus betrifft und eine Wende im Tourismus. Da gibt es natürlich da und dort Modelle und Beispiele, die Bergsteigerdörfer und. Aber das große Umdenken in der österreichischen Tourismuswirtschaft hat noch nicht eingesetzt. Und das hat wohl auch damit zu tun, dass die Leute und insbesondere die Entscheidungsträger eigentlich von dem ganzen Klimawandel-Thema nichts hören wollen. Denn damit verbunden ist auch der Begriff der Veränderung und der Begriff von Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit hat bei vielen Leuten noch immer einen ideologischen Beigeschmack, ist quasi eine Provokation gegen die wirtschaftliche Entwicklung in unserer netzwerkkapitalistischen Gesellschaft, heißt Einschränkungen, heißt auch Reduktion und die Berücksichtigung von Kriterien beziehungsweise von, sagen wir mal, Auflagen, etwa was die Raumordnung betrifft, wo man nicht bauen darf oder soll und viele andere Aspekte. Und was in Österreich noch dazu kommt, wir haben einen Tourismus, der zu 80% auf dem PKW, auf dem individuellen PKW-Verkehr basiert. Und es gibt eigentlich kaum Überlegungen dazu, wie man von dem wegkommt. Das heißt, wenn wir von diesem Thema Tourismus reden, müssen wir eigentlich auch das Thema Verkehr diskutieren. Und wir wissen auch, dass der Verkehr natürlich einer der großen Treiber ist von Treibhausgasen. Es gibt in Österreich einen noch unterentwickelten öffentlichen Verkehr. Wir können das in Salzburg ja ständig beobachten. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber zu den Zeiten, wo der Tourismus hier normal florierte und alle hochzufrieden waren, haben wir eine überbordende Menge von individuell und oft nur mit 1, 2, 3 Leuten besetzten PKWs gehabt. Und das ist natürlich eine Tragödie in Wirklichkeit. Ja? Also der Verkehr ist ein ganz zentrales Thema und der Tourismus weltweit trägt nach Schätzungen ungefähr 8% zu diesen Global Greenhouse Gas Emissions bei. Das heißt, der Tourismus ist natürlich betroffen vom Klimawandel, aber er ist auch einer, der dazu beiträgt. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von dem, was sich im Wintersport und im Schneetourismus entwickeln wird. Wenn wir Klimawandel hören, denken wir als erstes immer, aha, dann wird das Skifahren teurer oder in manchen Gebieten gar nicht mehr möglich und das reduziert wiederum Arbeitskräfte in bestimmten Talgebieten und dergleichen.
das ist eigentlich schon ein zentrales Thema und in Westösterreich ist auch der Skitourismus ein wichtiger Faktor, das ist keine Frage. Aber wir reden eigentlich gar nicht über den großen Zusammenhang, sondern wir denken dann oft oder wir schreiben dann nur als Journalisten nur über so kleine Elemente, die möglicherweise gar nicht das große Thema im Zentrum haben. Und ich glaube, es ist einfach notwendig, dass wir zum Beispiel eine ökologische Verkehrswende endlich angehen. Das ist ein ganz zentraler Aspekt, wo auch jede Einzelne auch ihren Beitrag dazu leisten kann, um eben zu reduzieren. Und mit Klimawandel und veränderten Lebensbedingungen ist auch der Begriff mit Reduzierung auch verbunden. Da geht eigentlich kein Weg vorbei und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren auch noch sehr, sehr viel drastischer werden wird. Denn wir erleben ja jetzt schon schön langsam diese unglaublichen Schwankungen, die vom Klimawandel verursachten Wetterumstürze, erratic rainfall und dergleichen, die zu drastischen Beeinträchtigungen ist gar nicht ausreichend, sondern richtige problemhafte Lebenslagen verursachen. Nicht? Also es geht nicht nur um das, was auf dem Berg passiert, sondern auch das, was dann letztlich, was die Kollegin Biosphäre genannt hat, in den Tallandschaften oder weiter unten dann verursacht. Und das ist jetzt auf die Alpen bezogen natürlich ein zentrales Thema, aber das ist etwa auf den Himalaya bezogen noch ein viel, viel, viel größeres Thema. Denn dort leben die Leute ja noch sehr viel stärker vom natürlichen Wasser, das in diesen großen Gletschern, die auch in einem unglaublichen Ausmaß jetzt schmelzen, abhängig sind. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die damit in Verbindung stehen. Und ich glaube, dass wir eine wirklich sehr ausgeprägte Schutzpolitik benötigen, um mit diesen drastischen Veränderungen halbwegs zurechtzukommen. Trotzdem, ich glaube, die Resilienz der Menschen ist höher als die der Fichte, die sich einfach diesen Veränderungen letztlich nicht in dem Ausmaß anpassen kann und in manchen Gebieten Österreichs eben dann keinen Raum mehr findet, wo sie wachsen kann. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Valentin, der Sommertourismus wird ja auch zunehmen, vermutlich, wenn es heißer wird. Die Leute wollen vielleicht weniger nach Bibione an den heißen Strand fahren, sondern vielleicht mehr in die Alpen, in die luftigen Höhen ihre Zeit verbringen. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass es dann zu großen Regenfällen, Regenperioden im Sommer kommen kann und dadurch auch zu Murenabgängen. Und in den Bergen ist man, wie gesagt, mit Steinschlag konfrontiert. Sie haben vorhin eingangs erwähnt, es gibt auch, wenn man die Lawinenabgänge beobachtet, es gibt stets so circa 25 Lawinentote im Jahr, seit vielen Jahren. Das hat sich nicht groß verändert. Und vom Steinschlag geht jetzt auch nicht gerade eine große Gefahr aus. Jetzt ist es aber so, dass in Werfenweng zum Beispiel oder in der Eisriesenwelt gab es einen tödlichen Steinschlag. Das war ja ganz groß in den Medien. Und der Klimawandel macht die Berge unsicher und gefährlicher. Können wir damit rechnen, dass wir sowas wie den Lawinenwarndienst auch ein Frühwarnsystem kriegen für Steinschlag, wo man nachsehen kann, wo es gefährlich und wo es nicht so gefährlich ist? Oder ist es unrealistisch? Naja, an und für sich muss man ganz grundsätzlich sagen, zum Beispiel Werfenweng, dieser Steinschlag hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Steinschläge hat es immer gegeben. Wir führen im Landesgeologischen Dienst schon ein Buch über Steinschläge, dokumentieren die ganzen Ereignisse und sehen ganz generell, dass hier keine signifikante Erhöhung von Ereignissen. Was man natürlich schon sieht, dass das Risiko größer wird. Das heißt, einerseits werden viel mehr Flächen verbaut, auf der anderen Seite nimmt natürlich die Frequenz auf den Straßen zu, auf den Wanderwegen zu. Und je höhere Frequenz ich zum Beispiel auf diesen Verkehrswegen habe, desto höher ist die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Unfalls. Gell? Also ganz generell würde ich einmal sagen, dieser Klimawandel betrifft wirklich die Hochtouren irgendwo über 3000 Meter, wo viele Touren gar nicht mehr gangbar sind, weil sie so gefährlich sind. Mhm. Diese klassischen Steinschlagereignisse so an den Wanderwegen, an den Straßen und so, da hat sich nichts verändert. Also da muss man einfach ganz klar sagen,
Da ist eher sozusagen die stärkere Nutzung des alpinen Raumes als Siedlungsraum, als Freizeitraum. Die höhere Frequenz führt dazu, dass es mehr Ereignisse gibt. Vom Monitoring hin zur Warnung von Ereignissen, da tun wir es natürlich sehr schwer, weil sobald man ein alpines Tal betritt, bin ich schon sozusagen im potenziellen Gefahrenbereich von Rutschungen, von Steinschlägen, von all diesen Ereignissen drinnen. Also es gibt dann schon kritische Bereiche, wo ich unten schützenswerte Straßen habe, schützenswerte Siedlungsräume habe, wo man dann sehr wohl Instrumente einsetzt, hochsensible Messinstrumente mit Fernübertragung der Messwerte, um diese Bewegungen erfassen zu können und allfällig warnen zu können. Diese Maßnahmen sind aber sehr kostenintensiv und bringen natürlich nur dort was, wo ich unten Einrichtungen habe, die das Geld wert sind. Ja, ist natürlich viel komplexer als ein Lawinenwarndienst. Ja, das ist, weil die Schneelage zu beurteilen ist einfacher als großflächig den Zustand der Steine oder der Felsen. Ja, aber ganz generell, wenn ich jetzt von Salzburg Richtung Süden fahre, muss ich einfach ab dem Passlueck damit rechnen, dass ich sozusagen im Einzugsbereich bin von alpinen Gefahren. Also da gibt es wahrscheinlich sehr wenig Flächen, wo ich mich wirklich sicher fühlen kann. Und wenn ich dann einmal sozusagen einen ebenen Talboden habe und glaube, ich bin sicher, dann bin ich im Hochwasserabflussbereich drinnen. Also da müssen wir uns einfach bewusst sein, dass Naturgefahren omnipräsent sind im alpinen Lebensraum und immer auch omnipräsent natürlich auch waren. Ja. Schon immer. Gut, vielleicht werfen wir einen ganz kurzen Blick in unser Fragen und Antworten, in unseren Spielraum, Fragen und Antworten Spielraum. Es sind nämlich jetzt ein paar Fragen hereingekommen. Ich werde jetzt versuchen, dass wir diese Fragen berücksichtigen. Die erste Frage wäre: Sind die niedrigeren Lagen von Österreich auch stärker vom Klimawandel betroffen? Also jetzt zum Beispiel Deutschland. Das ist, glaube ich, eine Frage, die Frau Ludewig beantworten kann. Also es ist so, im Alpenraum, tatsächlich in unseren Alpen, was die Erwärmung betrifft, sind die Täler ähnlich betroffen wie die höheren Lagen. Und das ist halt einfach so, weil auch früher durch die Holzverbrennung verstärkt Aerosole war. Deswegen ist dieser Erwärmungseffekt zwischen Tal und Berg in den Alpen nicht so extrem wie zum Beispiel in Tibet. Und allgemein ist es so, die Erwärmung betrifft alle Gegenden. Es gibt nicht wirklich eine Gegend auf der Welt, auf den Karten hast du vielleicht gesehen, wo es zu Kühlungseffekten aktuell kommt. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage zum Thema Stromgewinnung, Stromerzeugung. Salzburg Strom kommt hauptsächlich aus Wasserkraft. Wenn man jetzt mit Dürren und Niederschlagskonzentrationen rechnen muss, ist dann die Energiesicherheit gegeben oder müssen auch jetzt alternative Stromquellen für Windkraft installiert werden, um diese zu sichern? Wer möchte darauf antworten? Also vielleicht kann ich kurz da was zu sagen. Es ist natürlich das Problem mit dem Niederschlag, was ich erwähnt habe, dass der nicht regelmäßig kommt. Und wenn der Niederschlag im Gebirge auch nicht mehr in Schneeform oder auch in Gletscherbildung gepuffert werden kann, kann es dazu kommen, dass wir diesen regelmäßigen Wasserstrom haben, die Kraftwerke auch brauchen, nicht mehr gewährleistet ist. Und dann muss man sich natürlich überlegen, funktioniert das mit der Energie tatsächlich noch? Oder das ist dann auch die Frage an die Kraftwerkbesitzer, welche Maßnahmen und Umpumpungen kann man durchführen? Aber ich denke, es gilt allgemein in den Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungen, man sollte sich nicht immer nur auf eine Lösung verlassen. Das heißt, nicht nur Wasser, nicht nur Wind, nicht nur E-Mobilität, sondern wirklich ein breites Spektrum. Wir können technisch sehr viel umsetzen. Wir sollten da wirklich mehr Variationen annehmen, um eben auch in gewisser Weise die Sicherheit da zu bekommen. Ja, dann gibt es da eine sehr interessante Frage. Wie viel CO2 verbrauchen Kriege? Ich habe mal von 2/3 des gesamten CO2 global gehört. Ist das realistisch?
Interessante Frage. Muss ich ehrlich gestehen, müsste ich die Literatur durchforsten? Okay. Mir ist tatsächlich nicht, was wir reden immer vom Ganzen und Lokalkriege, muss ich sagen, ist mir nicht bewusst, inwiefern die tatsächlich welche Ausmaße die haben. Aber natürlich, da sind sehr viele Fahrzeuge, es ist auch sehr viel Luftverkehr, da werden Truppen von mehreren tausend Menschen von A nach B transportiert, hat auf alle Fälle ebenfalls einen gewissen Effekt, der auch nicht zu vernachlässigen ist. Ja. Und die Waffenproduktion? Hängt einiges zusammen, ja. Genau. Aber das ist allgemein bei der Industrie. Es gehört einfach dazu. Es zählt dann genauso, wie auch der Herr Luca gesagt hat. Es ist dann auch der Verkehrssektor mit betroffen. Also es kann schon gut sein, dass die auch einen ziemlich hohen Fußabdruck haben. Ja. Sind auf jeden Fall nicht gut. Kriege. Eine Frage an den Herrn Valentin. Führen nicht die durch den Klimawandel verursachten massiveren Wetterereignissen zu mehr Muren? Das sind ja schon Klimaauswirkungen auch in niedrigeren Lagen. Ganz klar, also wir haben es ja vor eineinhalb Jahren gesehen im Gasteinertal, wo wir ganz verheerende Murenereignisse gehabt haben, wo Niederschläge vorhanden waren, die einfach sozusagen das zumindest mit sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten aufgetreten sind. Wir haben es auch gesehen in Kärnten, in Südtirol. Bei uns selber, sozusagen, wenn man jetzt den Klimaforschern sozusagen glauben kann, sagen sie, das sind Wetterereignisse, die mit einer Wahrscheinlichkeit mit ungefähr 50 Jahren auftreten in Österreich, ganz normal. Also das sind einfach Wetterereignisse, die alle 50 Jahre austreten. Und jetzt ist die Frage, wird einfach diese Eintrittswahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren kleiner werden, dass man es heißt, oder nimmt sie zu? Das wird einfach die Zukunft zeigen. Was man deutlich gesehen hat, diese ganz starken Regenereignisse in Südtirol, die waren für Südtirol verbunden mit diesem starken Wind. Das war völlig unbekannt. Also da waren mal wirklich sozusagen Ereignisse, die da unten die Geologen wie auch die Meteorologen wirklich überrascht haben. Das waren so neue Ereignisse und es wäre nicht zu hoffen, dass man sich auf derartige Ereignisse in der Zukunft einfach einstellen muss. Das wäre sicherlich verheerend. Und dazu passend auch die Frage, ob der klimawandelbedingte Starkregen zu mehr Muren führt. Ja, vermutlich. Das müsste jetzt an die Elke weitergeben, sozusagen, ob wirklich jetzt der Klimawandel sozusagen schon wirklich signifikant in Starkregen auswirkt. Also das müsste jetzt weitergeben. Ja. Also es gibt schon Tendenzen, auch allgemein, dass der Klimawandel sich auf unsere Wettersysteme auswirkt. Dass, wie Herr Valentin sagt, es gibt plötzlich Zugbahnen von Tiefdruckgebieten, die wesentlich häufiger vorkommen als eigentlich vorher, nur aufgrund des Klimawandels. Und dementsprechend gibt es, was Starkniederschläge-Ereignisse betrifft, ist natürlich das Problem, dass durch den Klimawandel ausgelöst diese Dürreperioden natürlich auf den Boden einwirken. Und wenn dann natürlich dann so ein Starkniederschlagsereignis kommt, was aufgrund des erhöhten Niederschlages, der ja auch prognostiziert und gemessen wurde, gibt es natürlich dann Probleme mit dem Boden. Der kann das in dieser kurzen Zeit dann auch einfach nicht aufnehmen. Und ich denke schon, dass es dann Tendenzen gibt, dass es halt zu diesen Überschwemmungen und eventuell dadurch auch zu Muren verstärkt kommen kann. Okay, vielen Dank. Jetzt eine Frage zum Tourismus. Kurt Luger hat ja vorhin gemeint, dass eine Möglichkeit wäre, dass man den öffentlichen Verkehr ausbaut, um in die Tourismusdestinationen zu kommen. Ein Problem ist ja vorwiegend auch die Anreise, die Mobilität im Bereich des Tourismus, die Mobilität grundsätzlich, aber auch im Bereich des Tourismus. Und da wäre jetzt eine Frage oder eine Stellungnahme verbunden mit einer Frage. Es gibt ja Versuche, eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln monetär zu belohnen. Wäre das ein Hebel für mehr Nachhaltigkeit im Tourismus, Herr Luger? Ja, sicher. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Kooperationen zwischen der Bundesbahn und den Tourismusverbänden in bestimmten Regionen. Also da gibt es natürlich Formen, die auch sehr komfortabel sind, nicht? Also da geht es dann auch um die Organisation des Anschlusses. Es gibt schon Pakete, wo man zu Hause, also so ein All-Inclusive gewissermaßen mit öffentlichem Verkehr, wo man von zu Hause abgeholt wird und das ganze Gepäck wird auch transportiert und kommt mit mir gleichzeitig in den Ferienort irgendwo an. Dazwischen ist möglichst wenig Umsteigen und möglichst komfortables Umsteigen, wenn überhaupt notwendig. Und
Da ist Werfenweg natürlich einer dieser Orte, aber auch im Ötztal gibt es dergleichen, Montafon gibt es solche Modelle. Also wir versuchen auch in der Forschung jetzt mehr und mehr in die Richtung zu gehen. Wie kann man einen hohen Komfort im Tourismus erreichen, ohne dass man eben auf das Auto angewiesen ist? Und siehe da, es ist fantastisch. Die Leute, die das einmal praktiziert haben, finden das grandios. Urlaub vom Auto und vielleicht auch Urlaub vom Smartphone. Und dann ist man tatsächlich in einer Komfortsituation, die eben diesen Effekt der Erholung erst richtig bewirkt. Es ist viel zu wenig, was in die Richtung bislang gemacht wurde. Wir sind eigentlich erst am Beginn dieser Entwicklung. Und obwohl in den einen oder anderen Projekten man schon sehr gute Erfahrungen gemacht hat, aber das Momentum ist noch nicht in die Richtung, das Pendel hat noch nicht in diese Richtung ausgeschlagen, würde ich mal sagen. Aber es ist mehr und mehr auch ein Trend, der sich abzeichnet. Und ich glaube auch, dass die Touristiker sich mehr und mehr auf das einlassen. Und ich glaube tatsächlich, dass, auch weil wir vorhin von den Naturgefahren geredet haben, die es immer schon gegeben hat und die vielleicht jetzt noch akzentuierter zu beobachten sind, dass im Marketing der Tourismus und speziell auch im Salzburger Land oder in Tirol immer eine Zone ist, wo eigentlich nichts passieren kann. Immer blauer Himmel und es ist immer alles super. Wenn dann irgendwo eine rabiate Kuh ist, dann hat die Schuld oder der Bauer, dem sie gehört. Aber wir selber, wir Reisenden, wir sind quasi innozente Personen, die sich überhaupt nicht vorbereiten auf das Gebiet zum Großteil. Jetzt gehen wir von den Bergsteigern ab, die natürlich sich entsprechend vorbereiten, weil sie das Risiko einzuschätzen wissen. Aber sehr viele Leute fahren einfach blauäugig irgendwo hin. In Wirklichkeit sind die Alpen ein Gelände, da braucht man bestimmte Kompetenz, um sich dort durchsetzen zu können. Man braucht eine bestimmte Kondition oder bestimmte Ausstattung und vieles andere mehr. Und wenn immer suggeriert wird, dass die Alpen quasi ein völlig unproblematischer Unterhaltungsraum sind für uns, der nur darauf wartet, dass wir die Einheimischen dort beglücken und mit unserer Anwesenheit dann auch das Regionalprodukt erhöhen, dann ist das eine falsche Sichtweise. Ich kann schon verstehen, dass die Marketingleute nicht sagen, pass auf, da kann was passieren. Aber die Idee der Reise überhaupt ist ja die gesunde Rückkehr. Das heißt, ich muss mich dann natürlich auf etwas vorbereiten und je besser vorbereitet ich bin, umso eher wird es mir gelingen, auch nicht nur eine höhere Erlebnisdichte zu erreichen, sondern auch mich dort zu bewähren und bestehen zu können. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren wohl deutlicher werden, weil eben die Alpen insgesamt oder die Berge insgesamt als schwierigeres Gelände im Kontext des Klimawandels auch in der öffentlichen Meinung erscheinen werden. Genau. Und eben auch dadurch, dass mehr Leute kommen. Also das bewirkt ja auch schon die Probleme. Auch wenn man sich jetzt das mit der Kuh, das Beispiel Kuh ist ja, finde ich, ein gelungenes Beispiel. Man könnte sich ja auch darauf vorbereiten, wie verhalte ich mich, wenn ich mit meinem Hund wandern gehe und einer Kuh begegne. Das tue ich ja, wenn ich auf Safari fahre nach Namibia auch. Wie verhalte ich mich? Genau. Also die Kompetenz, die touristische Kompetenz zu fördern, die nachhaltige Kompetenz jedes Einzelnen, kann sich wohl jeder selber an der Nase nehmen. Nicht nur Unterhaltung, sondern auch Verantwortung. Ich sehe, Blick in unseren Fragen- und Antwortenraum, es sind sehr viele unterschiedliche Themen, sehr viele unterschiedliche Fragen. Aber wir switchen jetzt einfach, weil es sind sehr interessante Fragen. Da wäre jetzt die eine Frage, was halten Sie vom Einsatz von Biomasse aus Forstabfällen zur Wärmeerzeugung? Ist das ein anerkannter erneuerbarer Energieträger? Wer möchte darauf antworten? Frau Ludewig? Also wie schon gesagt, ich finde die Idee, dass man mehrere Systeme für erneuerbare Energien hernimmt, sehr gut. Es gibt die Biomassenverbrennung, es ist kein schlechtes System, aber ich würde nicht nur allein darauf setzen. Ja, genau. Also wirklich, man muss an vielen verschiedenen Hebeln ansetzen. Und dann haben wir jetzt aber passend dazu die Frage, ob die Meeresverschmutzung Einfluss auf den Klimawandel hat. Gibt es da einen unmittelbaren Zusammenhang?
Es gibt durch gewisse Partikel, jetzt nicht nur Mikroplastik, aber allgemein Müll im Ozean, gibt es natürlich auch Effekte auf in gewisser Weise auch die Albedo auf das Ozean. Plus, wenn man doch Mikroplastik nimmt, dieses Mikroplastik kann teilweise auch durch Verdunstung wieder in die Atmosphäre gelangen. Gewisse Partikel können in die Atmosphäre freigesetzt werden. Dann sind wir wieder bei dem Thema Aerosole allgemein. Und in gewisser Weise kann das auch einen Effekt auf den Klima haben, auch wenn der Umwelteffekt, glaube ich, in erster Linie wesentlich größer ist. Ja, und die Auswirkungen des Klimawandels, Moment, jetzt habe ich mich verlesen, Entschuldigung. Die Frage wäre, stimmt es, dass die größte Gefahr durch den Klimawandel im Osten Österreichs starke Stürme sein werden, bis zu 400 km/h? Ja. Also wenn man das so sich den Osten von Österreich anguckt, ist es natürlich wesentlich flacher als der andere Alpenraum und dadurch ist das Potenzial von Stürmen natürlich gegeben, auch durch die Hitzequellen. Es gibt diese Wärmeinseln durch die Städte und weiter, wo wesentlich mehr Wärmepotenzial für Gewitter in der Zukunft entstehen, die natürlich auch dann mit starken Sturmböen verbunden sind. Auch gibt es dann sozusagen in diesen verstärkt auch Ackerbaugebieten das Potenzial zu kleinen Tornados und dergleichen. Die gibt es auch immer wieder, diese Windhosen, auch schon in Österreich. Und es ist eine Gefahr, aber wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht nur immer nur auf den Wind einschießen, sondern es sind auch weitere Gefahren, die durch den Klimawandel hervorgerufen ist, wie ich gezeigt habe in der einen Grafik, die Österreich abbildet vom Klimastatusbericht, wo eben diese Katastrophen aufgelistet sind. Eine große Gefahr ist auch nach wie vor Hitze, weil das vor allem auch ältere Menschen, normale Menschen verstärkt betreffen, ist einfach ein Gesundheitsfaktor, der dann eventuell zu mehr Klimatoten führen kann, als durch einen Sturm, der gut vorhergesagt wurde, gegen den man Maßnahmen treffen kann. Okay, vielen Dank. Ja, also die Fragen waren beantwortet. Jetzt habe ich eine Frage. Wie begegnen Sie Klimawandelleugnern? Was antworten Sie da? Das ist eine Frage an alle drei. Soll ich anfangen? Gerne. Deswegen habe ich ja heute auch die CO2-Kurve gezeigt. Ich kann wirklich sagen, wir messen. Wir haben es schwarz auf weiß, wir haben diese Daten, wir haben wirklich die Messdaten und wenn man das noch verleugnet, dann sage ich immer, okay, akzeptiere ich, aber wenn wir uns jetzt angucken, wir haben gewisse Probleme. Wir haben Probleme mit Steinschlägen, wir haben Probleme mit Überflutungen, ob das jetzt vom Klimawandel kommt oder nicht, wir müssen dagegen etwas tun. Und wenn es letztendlich die Aktion ist, dass wir Klimaschutz durchführen, die diese Probleme, die wir aktuell haben, reduzieren, dann ist das ein guter Grund. Ich sage nur, als Trump hat Klimaschutz oder Klimaprobleme verleugnet. Dennoch gab es im Regierungsprogramm diesen Punkt, dass man Maßnahmen treffen muss. Der hieß dann einfach anders. Es hieß nicht Klimaschutz, es ist halt einfach nur Naturgefahren oder wie auch immer. Und selbst zum Beispiel Miami und die anderen Bundesstaaten, die haben gesagt, okay, es existiert trotzdem. Auch wenn wir nicht dran glauben, Miami, wir sind schon unter, der Meeresspiegel ist schon drüber, wir gehen schon unter. Wir müssen einfach Maßnahmen treffen. Der interessiert es die Leute in erster Linie nicht, okay, woher kommt das wirklich? Wir gehen bloß einen Schritt weiter und sagen, okay, wir wissen, was die Ursache ist und das müssen wir angehen. Und entweder sind die Leute dann auf unserer Seite und helfen uns, die Grundursache zu beheben oder adaptieren sich eben in die Richtung, um selber Maßnahmen zu treffen, um eben diese Katastrophen, die wir jetzt schon haben, in Zukunft zu reduzieren und vielleicht auch zu vermindern. Danke. Möchte dazu noch jemand antworten? Ja, also ich würde mit einem Klimawandelleugner einfach einmal von der Franz-Josefs-Höhe runtergehen zur Pasterze, wo ja ganz wunderbar sozusagen diese ganzen Gletscherstände markiert sind und wo man wirklich dieses Gletschersterben ganz dramatisch vor Augen geführt wird. Und ich glaube, diese Bilder dieses sterbenden Gletschers sind so eindrucksvoll, dass man doch die Leute zumindest einmal zum Nachdenken bringen kann. Ja. Richtig. Ja, ich glaube, es ist ein das, was man in der Sozialpsychologie die kognitive Dissonanz bezeichnet, ist ein wichtiger Aspekt. Also das heißt, Leute wollen nur das hören, von dem sie glauben, dass es richtig ist, was ihnen auch zu Pass ist. Und es gibt da ein schönes Beispiel. Woody Allen hat einmal einen Film gemacht über den Tod. Und bei der Pressekonferenz in Cannes
ist er gefragt worden, wie er zum Tod steht. Da hat er gesagt, ich lehne ihn ab. Und das Gleiche hat der Skiverbandspräsident Schröcksnadel gemacht. Vor ungefähr 15 Jahren habe ich einen Vortrag gehalten, einen der ersten, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Der hat geheißen, schwitzender Planet und kalte Betten. Und da ging es eben genau um das Thema, wie wird sich der Wintersport verändern. Und der Präsident Schröcksnadel ist der Meinung, dass damals Klimawandel eine erfundene Geschichte von ein paar spinnenden Wissenschaftlern ist eigentlich. Und jetzt als 80-Jähriger, jetzt hat ihn die Weisheit getroffen und jetzt sieht er es wenigstens ein und sagt, ja, es gibt Phänomene, die sind offensichtlich durch uns Menschen verursacht und die haben zu einer Veränderung beigetragen. Also ich glaube, die Anschauung, also das Sehen durch eigene Augen oder das Erleben am eigenen Körper, das ist dann das, was doch den einen oder die andere dazu bringt, zu sagen, ja, da ist was dran. Aber dennoch, obwohl es in den letzten Jahren sehr viel in den Medien zu diesem Thema zu lesen war, es ist immer noch nicht so durch die Entscheidungsträgerinstanzen durch, dass man sagen kann, die nehmen jetzt das Thema wirklich ernst und auf und wollen auch tatsächlich etwas tun. Dazu fehlen wir, es steht zwar jetzt in den Plänen drinnen, ja, oder in den Konzepten, aber das ist noch nicht die Umsetzung. Das ist noch einmal 10, 20 Jahre. Und wenn ich das richtig verstehe, haben wir so lange nicht Zeit. Bis dahin schwimmt uns entweder das davon oder es gibt eben diese drastischen Auswirkungen, die dann auch im Tourismus ein Riesenproblem machen. Also jetzt schießt man gewissermaßen mit Schneekanonen auf den Klimawandel, aber im Sommer lässt sich das auch nicht bewerkstelligen. Und wir werden mit Sicherheit im Sommer dann auch solche Probleme haben, wo wir zum Beispiel dann ganze Tallandschaften nicht erreichen können über mehrere Tage oder vielleicht auch Wochen. Also ich glaube jedenfalls nicht daran, es ist eine Illusion zu glauben, dass man den Tourismus im Sommer quasi gegenrechnen kann, gegen die Verluste, die man im Winter einfährt, weil eben der Schneetourismus insgesamt deutlich zurückgehen wird. Nicht? Also aus verschiedensten Gründen, das hat nicht nur mit dem Klimawandel zu tun. Aber zu kompensieren im Sommer, was man im Winter dann nicht an Umsatz oder als Profit einfährt, das ist, glaube ich, eine Illusion. Das wird da und dort funktionieren. Nicht? Also die Wellnesshotels und die ganze Entwicklung, die mit Thermen und dergleichen zu tun hat, die übrigens auch jede Menge Energie fressen, ne? Muss man ja auch berücksichtigen. Aber die machen 20% des Umsatzes in Österreich, des gesamten Tourismusumsatzes in Österreich aus. Also da hat man sich quasi vom Wetter entkoppelt. Mhm. Der Sommer, auch wenn er regnerisch ist, kann ich eben durch Spa und dergleichen einen gewissen Ausgleich schaffen. Das funktioniert nicht 100%, aber doch, es ist eine annehmbare Sache. Im Winter haben wir das nicht. Also solange der Wintertourismus nur Schneetourismus ist, und wir sind da die führende Nation und wir sind auch ziemlich intensiv auf das fokussiert, also fast mit Alleinstellungsmerkmal und dergleichen ausgestattet. Solange man an dem so halten möchte, wird man eben keine anderen Aspekte eröffnen, das heißt auch keine anderen Tourismusprogramme entwickeln. Und dann ist man eben der Gefahr ausgesetzt, dass das Ding noch mehr kracht, als es eh schon tut. Ja. Mhm. Ja, danke für diese Einschätzung und Ihre offenen Antworten. Es ist jetzt noch eine Frage hereingekommen. Was sind denn einfache Maßnahmen, die Gemeinden setzen können, um sich auf den Klimawandel vorzubereiten? Also es gibt schon sehr, sehr viele Programme und auch sehr viele Lektüren auch bei den Landesregierungen oder auch beim Bund, wo man sich Informationen holen kann. Wir haben auch versuchen auch sozusagen mit Stakeholdern in Kontakt zu treten, das ganze Thema zu diskutieren. Und allgemein sind sehr viele Dinge, also gerade auch in Gemeinden und Dörfern, die Mobilität und der Verkehr, da kann man sehr viel nehmen, aber auch die ganze Nachhaltigkeit, das Thema in Bezug auf Nahrung aus der Umgebung, dass man auf gewisse Produkte, die tatsächlich einmal um die Erde transportiert werden, verzichtet. Es gibt da sehr viele Punkte, vielleicht auch, wenn Sie noch die kleinen Piktogramme im Kopf haben, die ich gezeigt habe, an die kann man auf alle ansetzen. Aber wer will von den Gemeinden, es gibt sehr viel Informationsmaterial und auch Kontakt bei den Gemeinden oder Salzburg hat zum Beispiel 2050 Klimaprogramm, da kann man sich Feedback holen, da kann man mit den Leuten reden, wird dann auch unterstützt, auch was Hausbau und Haussanierung betrifft, um klimafreundlicher zu werden. Es gibt sehr viel und die Leute müssen nur ein bisschen suchen und finden,
finden tatsächlich Informationen, um hier auch unterstützt zu werden. Es gibt viele, viele Förderprogramme auf dieser Ebene, das muss man schon sagen. Genau. Also das ist ein ganz interessanter Hinweis mit dem 2050 mit diesem Programm vom Land Salzburg. Das ist auch eine tolle Anlaufstelle, diese Abteilung, die das Projekt betreibt. Herr Valentin, möchten Sie dazu etwas sagen? Was können Gemeinden beitragen? Zu den Gemeinden. Es gibt natürlich auch nicht nur Programme sozusagen im Vorfeld zur Reduktion sozusagen dieser Treibhausgase, sondern es gibt auch ganz konkrete Programme, wo die Bürgermeister, die Bauämter der Gemeinden sozusagen geschult werden, wo man sozusagen die Gefahrenstellen in den Gemeinden durchgeht bei stärkeren Niederschlägen, Evaluierung der Abflussverhältnisse, die Bausubstanzen anschauen und so. Also es gibt auch wirklich Programme, wo diese daraus resultierenden Gefahren sozusagen abgearbeitet werden und wo dann die Gemeindemitarbeiter die Möglichkeit haben, mit den Experten das Ganze zu durchzuchecken, zu evaluieren und entsprechende Maßnahmen dagegen zu setzen. Also auch da gibt es Programme, die diese beginnen, aber erst so seit wenigen Jahren, diese Maßnahmen. Vielen Dank. Es trudeln immer noch Fragen rein. Wir sind jetzt aber schon am Ende, beziehungsweise zwei Fragen sind es noch. Kann Permakultur und Mikroklima einen Beitrag leisten? Ich glaube, da kann man auch sagen, das ist ein Baustein, Frau Ludwig, wie Sie vorhin gesagt haben. Genau, das ist ein Baustein, den man machen kann. Jawohl, und je mehr Pflanzen, desto besser. Richtig, genau, auch gegen die Erwärmung, ja, genau. Und Artenvielfalt. Und dann eine gute abschließende Frage, die wir nämlich intern nicht geklärt haben. Stellen Sie uns die Folien zum Nachlesen zur Verfügung, Frau Ludewig. Kann ich gerne machen, ja. Ja, gut. Ich gehe davon aus, dass die dann auf der Webseite veröffentlicht werden und sonst einfach mit der Freda Akademie Kontakt aufnehmen. Wir versuchen das noch zu klären. Vielleicht kriege ich da aber auch noch eine Info in den Chat vom Techniker oder von den Zuständigen von der Freda Akademie. Ja, ich sage herzlichen Dank. Es war wirklich eine sehr spannende Diskussion. Ich würde jetzt noch gern weiterreden. Schade, dass wir jetzt nicht persönlich zusammen sind und noch auf ein Bier gehen können, um hier weiter zu diskutieren. Es betrifft uns alle, egal ob es der Stein ist, der Felssturz, ob es der Tourismus ist, ob ich Tourist bin oder Tourismuswirtschaftstreibender. Ja, oder ob ich mir einfach Sorgen um die Zukunft und die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder mache. Jedenfalls, solche Vorträge sind wirklich sehr, sehr wichtig und solche Diskussionen, um uns immer wieder selbst wach zu rütteln und ja, unseren täglichen Beitrag zu leisten. Wir sind, wie gesagt, am Ende. Und ich bekomme gerade eine Info. Ja, wir werden die Folien weitergeben. Infos gibt es auf Facebook. Genau. Infos gibt es auf Facebook bezüglich der Folien. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche einen wunderschönen Abend in dieser eigenartigen Zeit. Kommen wir gut durch diese Zeit und bleiben wir gesund. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Und danke fürs Zusehen. Danke, auf Wiedersehen. Bitte schauen.